herzlich willkommen zur nächsten Folge Ark Battle mit den Timberwolves, nämlich Dennis und Lukas. Moin. Moin. Warte mal. Bei euch alles klar soweit? Ne, ich dachte schon. Fast. Bei mir ist alles gut, ja. Ich werde mich jetzt mal auf den Weg machen gleich zu dir. Ah, schön. Kriegst du auch mal ein bisschen Besuch. Endlich. Krieg ich auch mal was zu tun, sagst du? Mhm. Was fehlt mir? Ach, mir fehlt Hyde. Ja, das habe ich aber irgendwo. Ich bin so stolz auf meinen Kahn, ich würde den gerne mal zeigen. Ich sag da jetzt mal nichts zu. Ne, ich auch nicht. Hast du schon? Ja, ja. So gesehen. Ach, ah, Leute. Was soll ich denn machen, ey? Ist doch alles scheiße hier. Das stimmt. Ich dachte gerade, ich habe was pfeifen gehört, aber es ist only was Einbildung. Also ich habe eine Idee, wie man Dennis Willmann ganz schnell umbringen kann. Und zwar? Man hat ja Bolas. Ja. Warum läuft denn hier jetzt nichts rum? Ah, das ist ein Para, den nehme ich doch. Für ein Para-Sattel muss ich ein Para einreißen, ist doch klar. Lukas, vielleicht wäre es aber auch nicht so gut, wenn du meinen Nachnamen im Let's Play nennst. Den schneiden doch raus, habe ich außerdem schon 1000 Mal gemacht, auch in deiner Folge. Oh shit. Im Let's Play schon 1000 Mal. Na, Bungee Jumping mit dem Kanu. Polter! Hä, hey, bin ich doof? Du weißt, dass ein Kanu nicht springen kann, oder? Nein, aber er kann trotzdem Trip runterlaufen, genauso wie ich es gerade gemacht habe. Nur dass ich noch auf dem Baum hängen geblieben bin, der Kanu nicht. Der ist direkt runtergejumpt. Ist nicht, zum Glück nicht so eine hohe Klippe. Schade. Was? Hast du was gesagt? Nee, ich glaube nicht. Hast du etwas gesagt? Ja. Was denn? Ich hab dich gefragt, ob du was gesagt hast. Ja, aber ich hab nichts gesagt. Und was fragst du mich dann? Ja, ich wollte nur sicher gehen. Warum brabbelt ihr so viel? Warum brabbelst du nicht? Das ist eher die Frage. So, Leute. Warum ich nicht brabbel? Weil du mich nervst. Immer gerne. Danke. Freut mich zu hören. Oh, der Baum ist aber auch hier. Der ist richtig am Fly sein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der hängt in der Luft. Oh, ich bräuchte mal wieder neue Spielerin. Ich frag mich nur gerade, was du von Bäumen redest. Wenn du gerade zu mir auf dem Weg bist. Nee, ich bin ja noch nicht auf dem Weg. Ich muss erst. Ich brauche erst. So. Hier. Bist du jetzt zu Dennis oder zu mir? Ich bin aber gleich da, also kann ich. Na, dann ist ja gut. Sind denn keine Angst? Ich weiß auch nicht, ob das eine gute Idee ist, aber wenig. Du musst doch ausgleichen, du musst nur noch ich einen Verlust töten. Dann können wir beenden, oder was? Ja, dann haben wir endlich 1-1. Und wenn ich dann noch einen töte, dann steht's 1-1-2. Bodyguard. Und dann können wir endlich die Feuerwehr anrufen. Hey. Alter, diese Witze, die sind unter meinem Mio, echt jetzt. Ja, mach doch das bessere. Das geht. Okay, das sollte jetzt, wenn ich hoffe, Alex guckt diese Folge nicht, sonst hat er wieder was, um mir unter der Nase zu reiben. Guck einmal im Niveau, hey. Ich dachte, bei meinem Kanal ist das Niveau laut. Unser Kanal? Auf unserem Kanal kommt nicht. Weil die Herrschaften sind mir zu fein, sind das hochzuladen. Devil kommt zumindest was. Yay, Devil for the win. Level abgekriegt. Richtige Profi-Folge. Ja, Dennis hat ein Level up, das ist richtig Profi. Vermutlich vom am Stein kloppen. Von was? Ich dachte, du wärst High Level, Dennis. Wieso? Wieso denkst du sowas? Ja, wenn du sagst, ja, keine Ahnung, weil du dich mit mir anlegen willst, dann musst du ja High Level sein. Hey, Dennis, du warst höher levelig als Dennis, als du ihn getötet hast. Was? Ja. Naja, ich hatte noch nicht viel gemacht. Er hat hinter meinem Rücken Sachen. Ja, ich hatte mal so zum Vergleich. Ja, musst du jetzt auch Freund, du wirst auch noch, kriegst auch noch ein bisschen was davon. Zeig schon 86 Arrows.
Disable Following. Setz dich doch bitte mal da oben hin und lass mich am besten durch. Warte mal, ich will. Oh! Hä? Findet den Fehler. Gegner was killed by something. Ja, okay. Ich glaube, meine Ankunft verzögert sich ein bisschen. Du bist echt stressig, wusstest du das? Ja, klar weiß ich das. Hä? Hätten wir kein Telefon, hätte er wenigstens nicht absagen können. Nein, wer folgt mir? Oh Gott sei Dank, keiner. Ah, da bist du schwerhörig oder was? Ich muss hier gerade noch ein bisschen umparken. Umparken im Kopf, die könnte man fast sogar sagen. Aber nur fast, wir wollen ja keine Schleichwerbung. Aber nur, ja genau, aber nur fast. Wir machen fast Schleichwerbung. Wäre nicht cool. Wir machen fast Schleichwerbung, wofür wir kein Geld kriegen, genau. Vor allem für die Popel brauchen wir keine Schleichwerbung machen. Den kauft sowieso jeder. Yeah. Jeder. Yeah. Komm, ihr wollt mir jetzt erzählen, dass ihr die Treppe nicht hochkommt hier, ey. Dennis, was hat das für Billo-Treppen bei dir? Zehnmal bessere Arbeiter. Guckt auf jeden Fall bei Dennis, der hat was zu lachen. Ja. Also, bei beiden einfach. Ja. War das jetzt mal witzlustig, oder? Nee, ich fand meine Dinos lustig. Die sind witzig, ich mag die. Was haben die gemacht, Dennis? Was haben sie angestellt? Nix, das ist ja das Problem. Die sind da oben stehen geblieben und haben ganz knuffig geguckt. Okay, das sollte man sein. Hier muss man ja wieder springen. Boah, ist das nervig. Flint? Ich muss vor mal bei dem vorbei schaut. Hm? Was? Auch nix. Mach mir schon mal Trained Arrows. Ja, Lukas, bis ich dich finde, das dauert noch. Ich bin direkt an der Atlantikküste. Ja, du stehst schon direkt vor meiner Haustür, genau. Nee, manchmal ist das Spiel echt laggy. Weißt du, was daneben steht, Lukas? Was denn? Mein Kanu. Oh. Habt ihr diesen Witz gehört? Ich hab Witz. Mit dem Kanu. Mit dem Kanu? An Atlantikküste, ne? Ich weiß gar nicht, wo gab's denn früher Kanus? Ah, guck mal, endlich ist der auch vor meiner Haustür. Ach, schöner Klops, danke. Schöner Klops? Ja, kacken kann er auch. Was? Wieso? Wieso kann der das? That's a really good question. Ja, nochmal so einen Kackhaufen fallen lassen. Oh, hier, guck mal, meiner kann auch kacken. Habt ihr gesehen? Wenn jemand jetzt einen Raptor für mich hätte, wäre ich ihm sehr verbunden. Ja. Also hier, ich setze mich in eine Gegend, Du kannst hier bleiben. So, wenn ich auf die Map gucke, 20 Raptoren finde. Oh, warte mal, ganz kurz. Bevor ich irgendwas mache, mache ich erstmal Folgendes. Oha. Jetzt kommt's. Brauchst du mal ein Bett? Oh, schade. Ich dachte, du vergisst es. Holla, ich dachte schon. Alles sehr schnell. Jawohl. Wow, 4 Heil. Ich hatte gerade rote Schrift, also ich war tired und hab gedacht, ich sterbe. Du warst eher als Hai. Junge. Der war auch schlecht. Die Witze richtig schlecht, oder? Nee, heute ist das Niveau ganz niedrig. Ich bin auch ein bisschen konzentriert heute. Ausnahmsweise. So. Dein Niveau ist riesig. Dein Niveau ist riesig, wenn du konzentriert. Mein Niveau ist am Flybean. Was? Anglizismen. Was? Übertreibung? Nein. Übertragung. Irgendwie sowas. Übertragung. Ah. Das ist echt. Schreiben tragisch. Wir nächste Woche Deutsch oder was? Nee. Oh, ich bin auch tired. Zack, bon bonjour. Ich
denke mal, der ist am Weg zu mir, aber so viel Kram, wie der macht, kann er ja gleich bei mir zu mir am Weg sein. So. Also, wenn du zu mir kommst, ich wäre, glaube ich, equipped genug, um dich in die Flucht zu schlagen. Deswegen greife ich dich auch gar nicht erst an. Ah, ich brauche doch nur Hide, nur Hide, nur Hide. So, und jetzt kann ich auch beruhigt farmen gehen. Was willst du? Boot farmen gehen? Dennis, wie du in deiner Folge außerdem noch gesagt hast, Dennis kann mich nicht gefunden haben. Ja, das war so witzig. Genau, in dem Moment blende ich so ein. Doch, hat er. Es war ja auch nicht schwer. Du hast ja auch nichts übersehen. Ja, ich freue mich, du warst mehrmals im Bild. Ich hab's noch nicht gesehen. Es war immer nur so kurz, aber ich hätte es sehen können. Aber wie du einfach behauptest, ich wäre abgehauen. Das fand ich schon sehr asozial. Hätte mich nicht gewundert. Nein, ich hab versucht, einen Parasauer zu zähmen. Und den als ob die Biber echt Dämme bauen. Ja klar, nimm mal einen aus. Da ist Cementing Paste drin. Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Biber aggressiv werden dann. Nein. Du musst sie nur vorher weglocken. Die werden nicht aggressiv. Warum sollten die aggressiv werden? Das macht doch gar keinen Sinn. Das ist ihr fucking Bau. Richtig! Wieso sollten die dann aggressiv werden? Du bist unlogisch. Aber es sind überall solche Teile. Das ist, als ob ich die weglocken kann. Da bin ich sowas von am Arsch. Du musst einen hitten und dann mit deinem... zwei Narkobären. Kano mit Sattel, versteht sich. Abhauen. Ja. Oh, da ist schon wieder ein Adler. Das haben wir vielleicht immer Du kannst dich natürlich auch mit dem Kanu. Ich will mal kurz gucken, wie das. Ja, mit dem Kanu, genau. Mit dem Kanu und den. Mit dem Kanu gegen die Biber richten. Das klappt bestimmt gut. Steht da unten ist immer noch der Rex, genau. Und ich dachte, du wolltest los. Also Dennis, wenn du das nächste Mal. Kennst du ich einfach unverbesserlich 2? Ja. Nennen sie ihre Waffen erst, nachdem sie sie verwenden. Ja, das ist, Du solltest erst sagen, wenn du mich angreifst, wenn du vor meiner Haustür stehst. Nicht oder eine halbe Stunde vorher. Oder sein Kanu greift dich an und nachdem du... Außerdem nehmt ihr mich ja sowieso nicht ernst. Also warum sollte ich euch anlügen? Nein. Das ist so witziger, wenn man hinterher sagen kann, ich habe die ganze Zeit die Wahrheit gesagt. Aber hättest du mich dann angegriffen, ne, als ich, als du das erste Mal gesagt hast, dass du mich angreifen willst, ne, du hättest mich so platt gemacht. Vor allem, oder du hättest mich mindestens... Ich hatte eine Axt. Wow. Du hättest mich mindestens vier Folgen lang zurückgerissen. Und wir sind jetzt erst Skorpion. In der sechsten. Ah ne, in der siebten sind wir schon. Skorpion. Willst du schon wieder sterben? Oh Mann, ey, dieser scheiß Bino, ey. Das Battle ist cool. Nur ich brauche jetzt wieder einen Raptor. Finde ich auch. Ich muss nur jetzt erstmal wegrennen. Ich muss einen Raptor finden. Das geht mir schon wieder auf den Keks. Gut, dass du wissen, dass die Region dann doch gefährlicher ist. Vielleicht sollte ich mir woanders Metall suchen. Der Biberdarm, ey, was? Kann man den öffnen oder? Ja. Da kann man einfach eh einfach. Was mich interessiert ist, werden die Biber schon aggressiv, wenn man ihn öffnet oder wenn man was rausnimmt? Keine Ahnung. Ich hab's ausprobiert, aber im God-Mode. Vor allen Dingen sind Biber Land schneller als ich. Kommt auch an, wie viel Movement Speed du hast und ich weiß es nicht. Und wie viel Movement Speed die haben. Ja, okay. Ein Level 30er ist natürlich schneller und schmerzhafter als ein Level 1er. Also ein Level 1er könntest du sogar noch zu Fuß bestehen. Nein. Aber ich guck mir erstmal das Level an. Naja, Dennis hat ja schon Schrotflinte und sowas. Der ist ja immer so auf einem Level mit mir. Level 19. Ist gerade in der Nähe. Wie er mir einfach nicht zuhört, ne? Nee, wieso sollte ich? Leute, ist hier eine Höhle? Hier ist eine Höhle. Oh shit. Falls du wissen möchtest, wo ich gerade bin, ja, diese fliegende Höhle ist immer noch da. Schön, das sagt mir natürlich nichts. Ja, er ist unter Vulkan. Weil ich nie da war. Das könnte so in die Hose gehen. Aber spätestens, wenn ich hier respawne, ist er sowieso nicht mehr aggressiv, ne? Richtig. Und du brauchst halt ein Bett.
Aber du bist im... Du bist im Spawngebiet von South, ne? What? Nee, nicht Jungle South, sondern Tropical Island South. Ja, okay, ja, ja, war mir schon klar. Ich hab mir gerade mal ein bisschen was geschnappt. Und er ist... Ich bin schneller. Und wenn ich Glück hab, springt er jetzt, Boah, hast du es jetzt mal bald hier? Wenn man mal einen Raptor findet, ne? Dann kämpft er gegen tausende Tribes. So, haben wir sie jetzt? Sehr gut. Ich hatte hier gerade Kompi-Attack. Okay. Jetzt der ja mal einen zähmen können und mir sagen können, was die fressen. Da kommt er. Ist er schneller oder ist er langsamer als du? Er ist langsamer, er ist nur gerade aus dem Himmel gefallen. Was? Ja, es soll wohl auch immer welche nachspawnen, wenn du den Biberdamm öffnest. Hast du den Biberdamm jetzt geöffnet oder was rausgenommen? Ich hab was rausgenommen. Hast du doch gesagt. Ich bin mir nicht sicher, ab wann er aggressiv wurde. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob der vielleicht gerade meine Base zerstört. Oh, nice. Ich glaube, ich komme dich doch mal besuchen. Okay, er zerstört nicht meine Base. Und jetzt ist er wieder da. Ich lock ihn mal weg. Es läuft ja echt bei dir. Weiß. Vielleicht kann ich ihn ja zähmen. Das wäre dumm, aber... Im Raptor-Gebiet und hier sind T-Rexe. Vielleicht sollte ich dann ins Dilophosaurier-Gebiet gehen. Da findest du dann nur Gigas. Ja. Das ist krass. Vor allem, wenn man nebenbei noch guckt, wo Raptoren sind. Und da sind einfach T-Rexe. Ja. Läuft doch bei dir. Oder ich guck mal auf der Feuerinsel, weil da waren ja auch Raptoren. T-Rexe. Da waren auch Raptoren. Ja, genau. Also bei mir ist es. Ich hab grad so ja keinen Plan, was ich machen soll. Es tut mir echt leid, Leute. Mann. Okay, also wenn ich da den Biberdamm geöffnet habe, dann. Das ist ja 55. Boah. Das wäre auch geil. Was war denn im Biberdamm drin? Zement den Paste, oder? Ja, und 800 Holz. Aber die habe ich mir nicht mitgenommen, da wäre ich so langsam gewesen, hätte weglaufen können. Das gehört, glaube ich, auch dazu. Das Holz, dass du dann drauf reinfällst und dann auf einmal ganz langsam bist. Ja. Nur habe ich den Biber jetzt weggelockt und könnte theoretisch wieder da hingehen und mir noch was rausnehmen. Nur, dass da so viele Biber andere sind, aber die sind außer Reichweite gewesen. Wollte ja eigentlich nur Metall farmen. Aber die Cementing Paste da drin spawnt richtig schnell nach. Echt? Was ich etwas überpowered finde. Ja, dann könnte ich jetzt ja theoretisch sehr viel Cementing Paste zu mir holen. Weil jetzt ist da kein Biber mehr. Ja, wenn du dann stirbst. Ist er wenigstens tot. Ja. Wer früher stirbt, ist länger tot. So eine richtige Emo. Metall ist immer noch nicht. Verdammt. Eigentlich wollte ich doch nur Metall haben. Und jetzt muss ich den Biber extra weg. Weiß ich nicht, wo ich bin. Das ist gut. Nee, das ist scheiße. Problem ist, er kann meine Holzwände auch locker zerstören. Ja klar, ist ein Biber. Ja, es ist ein locker ist das ein Biber. Locker ist das ein Kanu. Oh, bist vielleicht bei Dennis gerade. Jo, der bewegt sich nicht. Ja, ich glaube nicht, dass du meinen Kanu sehen kannst. Der ist gut versteckt. Soll ich mal drauf schießen? Probier doch. Nein, er bewegt sich. Also? Würdest du aus diesem Schrift sehen, wenn das mal einer wäre, so eine rote? Nein, der ist ja noch relativ weit weg. Ich habe mit dem Bogen drauf geschossen. Wie sieht denn das die Region aus, wo du bist? Recht schneeig. Ach Gott, ja, nee. Kann ja gar nicht sein. Ich habe kein Frost-Symbol. Oh, hey! Ach, nochmal scheißen gehen, warum nicht? Bei mir ist gerade Smog-Alarm. Welcome to Stuttgart. Here we are in the Smog Zone. Smog Zone of Germany. Welcome to Smog of Germany. Habe ich jetzt schon alles weggefranst, was irgendwas gab? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Das ist da war aber relativ Smog Metall drin. Of Mini. Ja, ich glaube mit 170 Cementing Paste kann man schon was anfangen, wa? Ja, zum Beispiel sich sterben lassen.
Sich sterben lassen, genau. Mhm. Er steht ja auf Passiv hier, oder was? Gut, Hälfte habe ich. Ach, ich sehe da hinten auch Smog. Ey, vielleicht bist du direkt um die Ecke. Ja, stimmt. Über die halbe Karte ist. Verstehe ich auch, was du ganz mit deinem T-Rex hast. Ist das der T-Rex? Ich rede doch gar nicht mit T-Rex, ich habe mit Spinos geredet. Ja, Spinos haben wir auch schon gesehen. Vor allem haben wir auch schon gesehen. Ja. Du und ich. Und Insekten! Oh, ich bin schon. Oh, oh. Ich meine, es ist gar nicht mal so dumm, jetzt diesen Insekt zu killen, aber. Vielleicht vorher was essen. Oh, Alter, warte mal. Ja, das wäre so, das wäre einfach so nice, wenn ich jetzt an meinem Platz wäre, ne, dann. Hä? Ist mein ganzes Fleisch schon vergammelt? Oha, gib mir mal eben Bärchen, bitte. Und Ameisen. Ganz bin viele. Ich bin jetzt von zu Hause bis zum Sumpfgebiet gefahren mit dem Boot und habe keinen einzigen Raptor gefunden. Ja, das läuft ja bei dir. Ich muss mir mehr eben was zu essen, weil ich habe kein Fleisch mehr. Weißt du aber sonst echt nicht, wo ich hingehen soll, um was zu farmen. Also ich muss da echt hin. Aber ich habe ja Zeit. Ich warte ja gerade, bis mein Metall durchschmilzt. Alles klar. Denke ich mir auch. Was? Denkst du auch? Raptor! Wo? Bei mir! Mann! Was ein Arsch! Wo bist du? Gut, dass ich schneller bin! Wo bist du? Raptor! Wo? Ich feier dich gerade so hart, ey. Dass meine Basis abgeschirmt ist. Zumindest, ich hoffe, das hält. Mies. Boah, ist der lahm. Ja, es geht. Ich kann jetzt sehen. Oh, sehr nice. Geil. Tja, Level 3. Ja, ich würde nur töten, das lohnt sich nicht. Ja, besser als nichts, ne? Wenn ich sonst nichts hab. Ja, aber der kann so gut wie nichts tragen. Mich das? Achso, ich dachte, du wolltest drauf reiten. Weil wir ja mega schnell sind. Der kann nicht mal 100 tragen, so ein Level 3er. Ja, zumindest ist er jetzt hier abgehauen. Na gut. Warum auch nicht? Ich weiß zumindest, dass da jetzt kein Raptor in meine Base kommen kann. Und wenn doch, dann wird er zerfickt. Ach, bei deiner Base ist ein Raptor. Zumindest ein Level 3er Raptor wird zerfickt. Das heißt, der ist immer noch zu Hause. Und so langsam bin ich mir sicher, dass ich gegen Dennis ankommen werde. Glaubst du? Und derzeit habe ich die ganze Zeit mich gerüstet. Ja, und ich auch. Naja, ja, aber gut, dann geh du halt erstmal scheißen. Aber wie viel Spaß du mit deinen Viechern hast, ne? Dann geh halt erstmal scheißen! Die wollen mal alle scheißen. Oh nein, jetzt kommt der Para wieder runter. Nein, nein. Oh. Doch, doch, doch. Das ist halt echt so ein. Die ganze Zeit so ein Hin und Her, ja. Jetzt! Alter! Ein Hoch und Tief der Gefühle. Hört ihr das? Der Willmann fühlt sich hin und her gerissen. Flippt gleich aus hier. Genau. Und du musst wieder deinen Namen über muten oder was auch immer. Mein Gott, lass es doch einfach. T-Stop. Ist das schlimm, wenn zwei Dennises in einem Projekt sind? Ja, sag doch einfach weh. Hä? Wo ist mein Flugsaurier hin? Ach, da oben! Jetzt haben wir nicht, ich komme nicht mehr an den dran. Also gut, dass ihr jetzt auch weiß, wo Raptoren spawnen. Bist du im Spawngebiet? Ja. Also ich bin in der Nähe von einem Spawngebiet. Wie soll ich denn an den jetzt drankommen, ey? Bei Tropical Island South gibt es genau einen. Also auf dieser gesamten Insel. Ja, du musst mich trotzdem erstmal finden, ist ja nicht direkt neben meiner Base, also. Gut, also erstmal rette ich jetzt meine Viecher und dann muss ich da oben hin und das Scheißvieh wiederholen. Und ey, wenn du hier ankommst, sagen wir mal mit dem Flugviech, dann wie willst du mit dem Flugviech gegen mich ankommen? Hängst du da jetzt in der Ecke oder was?
Glaubst du nicht, nee, dass ich nicht nur mit einem Flugviech komme? Ja, wenn dann kommt der mit dem nicht vorhandenen Raptor. Ich muss nur einen Raptor finden. Dann bist du tot. Ja, dann. Am besten hochleveligen. Ich hasse es, ich muss einfach noch viel mehr Metall kriegen. Ja, ich wüsste, wo man welches kriegt, aber dafür müsste man erst ein Spino legen. Wobei so ein Spino als Haustier wäre natürlich auch geil, ne? Ja, klar. Ich weiß nicht, wie viel Trained Arrows brauchen wenn wir. Wenn du was hinkriegst, muss kommt aufs Level an. Ja, guck mal, was für ein Level der ist. Hier bin ich. Oh, der ist wie Sharky, weißt du? Wenn du weit genug wegrennst, läuft er im Kreis und sieht dich nicht mehr. Was? Von welchem Hund reden wir hier gerade? Von dem, der gerade die Treppe hochläuft. Ach, da ist der Raptor. Wo? Du bist so gemein. Leg ihn. Och, das ging aber sehr, sehr schnell. Das ist auf Midi Damage Level doch gelohnt. Ist der Raptor schon gelegt? Stopp, ich muss das teure Kram hier liegen lassen. Na, dann kann ich wieder sorglos jetzt hier. Aber wie ist denn der jetzt hier runtergekommen? Also ich lass einmal kurz alles hier. Ne, ich lass nicht alles hier. Die nehme ich mit. Und davon nehme ich auch die Hälfte mit. Und die repariere ich eben nochmal. Was brauche ich dafür? Also ich glaube, der W hat mehr Glück als Verstand. Was habe ich? Der W hat mehr Glück als Verstand. Wieso? Bist du da dein komisches Stopp, Viech, ich muss vorher noch was essen. Was da dein Viech gezähmt hast. Nö, wieso? Geile Location. Wieso siehst du mich gerade oder was? Na gut, dann gehen wir doch jetzt mal suchen. Such den Peter. Ich habe das Gefühl, Lukas beobachtet mich gerade. Wo ist der Peter? Nein. Hier kommt sowieso gleich ein T-Rex um die Ecke. Da laufen Gallimimen. Ich bin gerade bei Lukas nicht ganz sicher, was der hier zu zecken will. Ich laufe jetzt einfach. Oh, ich komme durch. Wer braucht denn den Scheiß hier? Du erstmal den ganzen Schrott. So, und hier müsste jetzt irgendwo. Ich noch was Lukas so macht. Der ist wahrscheinlich über alle Berge und irgendwo bei einem Schneebügel rum, aber. Peter sitzen. Also. Wenn jemand mein Video gucken würde, ich könnte es jetzt einmal einkreisen. Die Frage ist nur, was kann er einkreisen? Ja, wenn... Ich bin echt nicht sicher, ob Lukas mich gerade sieht. Ist das da hinten ein Raft? Ich bin mir echt nicht sicher, aber das ist der... Ich glaube nicht, dass das ein Raft ist. Sieht aus wie so eine kleine Insel. Oh, ich hab's überlebt, wie geil. Mein Raft ist eine kleine Insel. Ich achte einfach drauf, wenn sich bewegt, dann sehe ich das ja. Bleib da sitzen! Und Lukas kommt sowieso nicht gegen mich an. Also. Nur wenn er jetzt sagt, ich hatte mehr zu ihm Glück als Verstand etc., dann wird er ja vermutlich irgendwo auf mich lauern. Und wissen, dass ich das. Aber du bist doch gar nicht zu Hause, du bist doch auf dem Weg zu mir gerade. Nee, noch nicht. Wobei, wir müssen mal die Folge beenden. Ja. Ich habe ordentlich gefahren, deswegen lässt sich das natürlich schneiden, aber. Ja, bei mir lässt sich vieles schneiden eigentlich. Nee, gut, sagen wir tschüss!